Gar nicht, weil das bringt Skyrim bringt ja so viel, viel mehr Spaß. Ich glaube mal, wir sammeln jetzt erstmal zwei Stacks werden wir mal sammeln. Oder bis die Pickaxe kaputt ist, machen wir mal so. Denn wer sagt uns, dass das zwei Stacks werden hier noch mit dem Kabel? Zum Glück klappt der Scheiß so. Sorry, gestern konnte ich keine Videos hochladen, außer diese Syndicate und so. Abends aber nichts mehr, glaube ich. Gegen Abend nicht mehr, weil ich hatte Besuch. Und das waren Kinder. Und wenn ich dann aufnehme und ihr hört dann immer das Geschrei mittendrin noch. Alter, willst du mich verarschen? Das mit dem Eis nervt. Bitte, YouTube, schreibt mir in die Scheiß-Kommentare, warum dieser Scheiß-Wasserblock immer wieder zu Eis wird. Okay, ich weiß, wir sind hier bestimmt über einer Eisregion oder so, aber trotzdem, das kann man doch bestimmt verhindern. Au. So, jetzt haben wir erstmal anderthalb Stacks. Das ist schön. Ich würde sagen, das war irgendwie fehl am Platz hier. Kiste geht kaputt. Wir machen jetzt nämlich erstmal. So, hier so einen schönen Flussi-Bussi machen wir hier erstmal. So. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh yeah, ich bin so gut. Du nervst hier. Den können wir bestimmt nicht abbauen. Was ich jetzt vorhabe, das geht über keine Kuhhaut. Ich wollte gerade sagen, hä, wo ist denn unser Crafting Table hin? Ich würde sagen, wir lassen den mal hier stehen. Und das Kistchen packen wir direkt daneben. Ich hoffe, jetzt ist das auch in Ordnung so. Und ich muss jetzt erstmal kurz abchecken, was ich jetzt machen wollte. Also, hier soll das so und dann soll hier Erde. Hier soll dann wieder Wasser. Okay, gucken wir mal. So, wir nehmen jetzt erstmal Kabel mit. So, Bett weg. Ich baue jetzt erstmal so eine kleine Grundlage hier für uns. Auch wenn das jetzt ein bisschen eng wird. Ich mache es trotzdem erstmal. So, dann brauchen wir ein Eimerchen. Das nervt mit dem Einfrieren. Das nervt. Weil das Problem ist, wenn das hier immer einfriert und ich habe hier die Ernte, dann muss ich ja jedes Mal darauf aufpassen, dass der Scheiß nicht. Ach, wir können doch auch hier rausnehmen, oder? Oh, es geht doch auch. So. Jetzt haben wir erstmal das. Dann brauchen wir jetzt eine Pickaxe. Und wir brauchen einen neuen Platz für den Baum. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alles, die komplette Insel einmal anheben. Also doppelt so dick machen. Bis. Ich darf nicht hinten runterfallen. Bis hier. Den können wir gleich wieder rausschlagen dann. Machen wir erstmal eine Picky. So. 1, 2, 3. So, dann haben wir erstmal wieder eine Pickaxe.
Jetzt wird's dunkel. Würde ich auch mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Fenster hier in den Öfen. So, da müssen wir halt mal gucken. Damit können wir nur Sachen verbrennen, aber Kohle können wir noch nicht herstellen. Was wir aber machen können, ist das Bett erstmal aufzustellen und zu schlafen. Try to swim in lava, okay. So, dass wir wieder Tag haben. Ich muss jetzt erstmal nachdenken. Ich muss immer mal gucken, ein bisschen, weil ist doch alles nicht so einfach. Wie es scheint. Oder wie es aussehen mag. Das ist es, weiß Gott nicht. So, dann haben wir die erstmal eingesperrt wieder. Das ist unser Couple Generator hier. Da soll ja das sein. Ich würde auch sagen, hier. Hier. Ich hoffe, der Platz reicht. Das ist ja immer so komisch mit den Bäumen manchmal. Hier. Und da kommen dann erstmal zwei Bäume. Ich hoffe, der Käse wächst auch. Ich hoffe es mal. Dann haben wir erstmal da zwei Bäume. Dann wollte ich so machen. Hier Dirt zwischenpacken. So, und hier dann auch nochmal Dirt zwischenpacken. Ich habe das jetzt mit Absicht so gebaut, doppelt, damit wir nicht immer die Dirt-Sachen retten müssen oder es versuchen zu retten, denn ihr wisst ja, was da passieren kann. Warum hebt er die Kabels nicht auf? Okay. Bug. So. So, Leute, und jetzt beten wir mal. Jetzt kommt nämlich Melone. Die Ho. Zack, aufmachen. Bam. Dann bauen wir nämlich das erstmal dahin und dann habe ich noch mal eine gute Idee. Die Ho kommt erstmal wieder rein. Hui. Damit wir hier nichts kaputt treten. Glaubt ihr dadurch, was ist, wenn das Wasser einfriert? Da muss ich den Mist immer wieder kaputt schlagen. Da hoffen wir mal nicht, dass es passiert. So. Ich glaube, das Wasser, was hier denn in der Nähe ist, eigentlich müsste eigentlich schon reichen. Wo ist nochmal Kabel? Kabel habe ich in meiner Hand. Du sollst daran gehen, du Nase. So, epic. 9 Stück. Ich hoffe nicht, dass das gefriert. Wir können uns ja da mal ein bisschen so reinzoomen immer. Geh kaputt. So, und falls wir das, können wir ja so machen. Dann sehen wir das ja, ob da Wasser drunter ist oder nicht. Hier ist unsere kleine Melone. So, hier können wir die Platte erstmal wieder abbauen.
Ah, bis jetzt sieht das gut aus. Das bleibt, glaube ich, Wasser. Wenn da so ein Stein drüber ist. Ich hoffe das mal. Ich hoffe auch, dass der scheiß Baum hier wächst. So, und dann machen wir erstmal Folgendes. Folgendes. Das geht weg, das geht weg. Die sind heilig, die bleiben da. Die bleiben auch da. Was bringt das eigentlich, die Pilze? Kann man die pflanzen oder was soll man damit machen? Was weiß ich? So, Knochenmehl können wir daraus mal machen. Dreimal Knochenmehl. Mal gucken, ob das wächst hier. Bam. Okay. Ja. So, der Timer hat gerade gesagt, dass es vorbei ist hier. Wir werden aber trotzdem den Baum hier nochmal abbolzen. Und das Holz nochmal mitnehmen. Ist zwar ein bisschen wenig hier, aber naja. Das tut man nicht alles für sein Hab und Gut. So, das Knochenmehl lassen wir mal nochmal drinnen wieder. Wir wollten ja auch erstmal, dass das hier ein bisschen schneller wächst. Prügeln wir das mal weg hier, den Mist. Ah, da kommt trotzdem was raus, auch wenn man die abbaut. Passt doch, perfekt. Und unter dem Stein ist auch immer noch alles Wasser. Super, 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 super. Sah das gerade nur so aus oder war die Wurzel da? Ist die ein bisschen länger geworden? Ich habe nämlich noch mal eine andere Idee. Wir können ja mal hier mal aufprügeln. Dann hier noch mal einen Baum pflanzen. So die heiligen Säpplinge wieder rein da. Die Hole rein, die Pickaxe wieder rein. Oh, wartet mal. Ich mag das immer nicht, wenn da eine Sache so offen steht. Yes! Leute, die erste Melone! Das heißt, unser erstes Essen, das heißt, die wächst darüber. So machen wir dann erstmal. Zwei, drei, vier. Ich hoffe, die wachsen auch in die richtige Richtung. So, wir werden noch einmal Knochenmehl benutzen, lieber fürs Essen. Zack. Jo, die sieht aus, als wenn die rüberwachsen würde nach links und die auch. Warten wir halt einfach mal. Die erste Melone haben wir auf jeden Fall schon. Dann können wir essen, das ist top. Das ist mehr als top. Der Baum ist auch gewachsen. Ja, dann haben wir uns erstmal so eine kleine Grundlage hier geschaffen. Dann geht's wenigstens erstmal, hui, geht's erstmal voran. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Und danke fürs Zuschauen, YouTube. Tschüss, bis dann. Und wehe, es kommen keine Kommentare.